Hallo, Andrew Kramer hier und ich werde euch heute zeigen, wie ich denn Textboxen in Spindle umgesetzt habe. Ich bin natürlich nicht Andrew Kramer. Kennt irgendjemand von euch noch Andrew Kramer? Haut's in die Kommentare, das wäre nämlich sehr witzig. So, Textboxen. Das heißt, man geht zu einem Charakter hin, man drückt einen Knopf und er sagt einen bedeutungsschwangeren Satz. Drückt man nochmal, geht die Textbox wieder zu. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch. Und meine Implementierung ist komplizierter, als sie für den Anfang sein müsste. Aber wir wollten halt bestimmte Sachen hinbekommen. Deshalb ist es alles so, wie es ist. Also ihr könnt die Sachen viel einfacher machen, als ich sie hier umgesetzt habe. Aber ich zeige euch trotzdem, wie ich das gemacht habe. Okay, unsere Textbox besteht aus einigen Elementen. Das ist unsere Textbox. Gut, schöne Textbox. Sie besteht aus einem Hauptknoten, den ich Textbox nenne, einem Animation Player, der verschiedene Animations hat, wie viel Text einfaden, den Text siehst du nicht, weil es keinen gibt. Dann noch Pop-up wird benutzt, damit das passiert. Wup, wup, wup. So. Und das, die anderen beiden werden hier nicht mehr benutzt, die sind alt und könnten eigentlich raus. Dann haben wir, jetzt müsste ich mal hier kurz das Pop-up wieder öffnen. So. Wir haben einen Main-Container, in dem das ganze Pop-up selbst nochmal drin ist. Dort ist ein Polygon, was hier unten dieses Dreieck darstellt. Wir haben ein Back. Und das Back ist selbst ein Label ohne Text, in dem aber ein Style Sheet, ein Custom Style eingepflegt wurde. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ihr unbedingt braucht. Das brauchten wir jetzt für unsere Nummer hier. Mit einem Font und also einem Scheiß. Und da drin ist nochmal ein Text-Container. Und dort ist ein Rich Text Label, in dem dann der eigentliche Text kommt. Für euch, wenn ihr das nachmachen wollt, reicht es aus, wenn ihr einfach eine Hintergrundgrafik habt, ein Sprite und dann ein Label oder ein Rich Text Field, das könnt ihr euch dann aussuchen. Rich Text Label heißt es, tut mir leid. Und dort steht dann der Text halt drin, den seht ihr jetzt hier aber nicht, weil hier nichts visible ist. So, ihr seht schon, wenn ich an dem Regler drehe, der Percent Visible, ich mache den mal ein bisschen größer hier, da Percent Visible heißt, so viel Prozent des gesamten Textes sind gerade da. Und so kann man, wenn man das animiert, was ich mit dem Animation Player mache, kann man hier sehr schön so einen Text-Effekt hinbekommen. Und den nutze ich dann auch. Gut, der Code ist, wie viele Zeilen haben wir? Knapp 110, das ist in Ordnung, ist natürlich jetzt auch mehr als ihr benötigt. Wir gucken mal, wie das so läuft. Wenn die ganze Textbox sich initialisiert, dann wird Action. Action ist unser Action Player, unser Skript, unser Cineastic-Modul, was ich vor ein paar Tagen mal gezeigt habe. Dort wird die Textbox gesetzt, weil die Textbox wird aus dem Action-Modul heraus geöffnet. Und wir machen einen State Change und sagen hier, die Night Global Variable ist so, wie sie halt ist. Und wenn sich die nämlich ändert, dann ändert sich auch dementsprechend das Textfeld in verschiedene Farben. Auch jetzt nichts, was ihr unbedingt braucht. So, bevor wir zum Process kommen, gehen wir zum richtigen Ding. Und zwar der Action Manager, der wird Open Textbox feuern mit einem Text und einem Pivot. Ein Pivot ist derjenige, der spricht, wenn ihr so wollt. Wenn ich jetzt zu dem Typen hier gehe, dann ist er der Pivot. Und das heißt, die Textbox ist bei ihm dran. Wenn ich jetzt hier unten bin, ist die Textbox bei ihm dran. So einfach ist das. So, da nehmen wir den Current Pivot. Wir holen uns unser Textlabel. Die Visible Characters ist auf 0 gestellt. Dann gucken wir, stehen wir links oder rechts von demjenigen. Da gucken wir uns die globale Position von Dengel raus und die globale Position unseres Pivots, vergleichen die und dann dementsprechend, ob wir links oder rechts von ihm stehen, ändert sich nämlich die Textbox, ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber es ist tatsächlich so. Können wir mal hier unten gucken, jetzt hier, zack, ist der Zippel rechts von ihm und wenn ich von der anderen Seite komme, ist der Zippel links von ihm. So, das sind so Kleinigkeiten. Dann wird die Pop-up-Animation eingespielt, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und hier wird geyieldet. Und geyieldet heißt, hier wird der Code unterbrochen, angehalten, gestoppt, ohne dass das Spiel freest. Und zwar so lange, bis die Pop-up-Animation fertig ist. Und danach wird gesagt, okay, die Textbox ist offen. Nachdem die Textbox offen ist, das ist eigentlich irrelevant, ob er danach oder davor ist, wird der Text gesplittet. Und zwar, wenn der Text zum Beispiel so aussieht, hallo, hallo Sie,
dann würden daraus zwei Textboxen entstehen. So kann ich Multitextbox-Text bauen. So, und anhand dieses Trenners wird dann dieser große lange String in verschiedene Teilstrings aufgespaltet und da wird ein Array draus gemacht, das in Text gespeichert wird. Dann gehen wir zu setText. So, wir gucken erstmal, sind überhaupt noch Texte vorhanden? Ist die Size unseres Textarrays überhaupt noch vorhanden? Wenn nicht, dann close die Textbox und return. Ansonsten, der aktuelle Text wird das erste Element unseres Arrays sein. Dann wird das erste Element des Arrays rausgenommen, damit wir sozusagen immer nachrücken, wie so ein Paste-Spender. Dann wird der Text gesetzt in unserem Textlabel und die Person Visible wird wieder auf 0 gesetzt. Und danach wird der Text gefadet. Und das bedeutet, wir haben diese Animation, die diesen Regler regelt, der nach und nach den Text einscrollt, einfadet, wie auch immer. Dort wird wieder gewartet, bis es fertig ist. Und dann Text Fade Finish True. So. Wenn wir jetzt mal in die On-Process-Methode reingucken, so, sehen wir, okay, wenn es ein momentan Pivot gibt, falls sich nämlich die Kamera immer so ein bisschen nachschwenkt oder andere Kuriositäten veranstaltet, bleibt hierdurch trotzdem immer die Sprechblase auf dem Charakter, weil die Sprechblase ist in einem UI-Element, das unabhängig von der Kamera funktioniert. Das heißt, es wird auch nicht immer eine neue Sprechblase erzeugt, sondern es ist immer nur eine einzige Sprechblase vorhanden, die immer wieder neu genutzt wird. So, wenn wir nicht offen sind, dann können wir hier abbrechen, das ist nämlich total wurscht. Und wenn wir aber offen sind und der Spieler drückt A, und A ist in dem Fall vom Switch-Controller die A-Taste, die ich momentan hier bei mir auf N gelegt habe, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber wenn man sich immer in Gedanken hält, es ist ein Switch-Controller oder ein Super Nintendo-Controller, dann ist A halt die Taste rechts aus. Ich glaube, auf Xbox ist das die B-Taste. Widerlich. So. Und dann gehen wir in die Next Line. Und die Next Line ist momentan einfach nur, ja, setText. Und setText kennen wir schon. Da wird geguckt, ja, haben wir noch Text da? Wenn ja, setz den Text, zieh ihn raus, geh auf 0 und fällt dir den Text wieder ein. So. Wenn jetzt aber kein Text mehr vorhanden ist, close Textbox. In close Textbox, da wird erstmal geguckt, okay, sind wir noch im Machen? Weil es kann sein, dass man drückt, die Textbox closed sich und man drückt einfach immer weiter wie bescheuerter. Dann würde sich die immer mehrfach neu resetten und neu closen und das sieht dann bescheuert aus. Deshalb, wenn der Animation Player bereits in Gang ist, halt die Fresse. Gut. Ansonsten, spiel rückwärts. Der Animation Player kann nämlich auch rückwärts spielen, und zwar die Pop-up-Animation. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und danach kommt der Closed Yield Helper, der, ja, ob man den jetzt hier braucht oder ob man den hätte reinschreiben können, ist jedem selbst überlassen. Hier geht es darum, wir warten wieder, bis der Animation Player fertig ist mit seiner Pop-up-Rückwärts-Animation. Dann sagen wir, okay, Open ist jetzt False und Action, das ist unser Action Player, der kann im Action-Skript weiter fortführen. Und das ist alles, was wir hier als Text haben. So funktioniert unsere Textbox. Du hast gesehen, da ist ein bisschen mehr als nur Text anzeigen, aber ich hoffe, du hast einigermaßen verstanden, wie ich das gemacht habe. Und dann haben wir hier einen schönen Text, der auch mehrere Texte anzeigen kann, wenn er denn will. Wie zum Beispiel hier, siehst du, babadab, zack, gleicher Text. Zack, es geht zu, dann kriegen wir ein Item. Dann sagt er, nee, sagt er nichts mehr. Aber wenn er dann wieder was sagen würde, würde die Textbox wieder aufgehen. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jawohl.